diesem Kanal. Ich wollte euch eigentlich nur mitteilen, dass erst am Sonntag wieder Videos kommen werden, wenn ich es überhaupt schaffe, spätestens am Montag, da ich jetzt erstmal weg bin übers Wochenende. Ich versuche davon auch ein Vlog zu machen, aber das ist immer so eine Sache. Ich wollte euch jetzt auch nur noch zeigen, welche Fraktion ich auswähle hier bei Age of Empires 3. Ich hatte ja lange überlegt zwischen den Franzosen. Ich überlege jetzt auch schon eine halbe Stunde. Ich habe mich jetzt erstmal für die Franzosen entschieden. Die Briten kann man dann auch immer noch irgendwann spielen. Stadtname mache ich jetzt mal einfach so, zack, und den Kundschafter nennen wir Le Trion. So, zack, als Spielmodus werden wir Vorherrschaft spielen, erstellen. Das ist jetzt hier unser Team. Haben wir hier schon irgendwas an Karten? Nee. Aber bei uns sieht es jetzt erstmal so aus. Wir können uns hier von Dorfbewohnern welche holen. Nahrung. Ein paar Armutsstützen von den hier, von den Plänklern, können wir uns zweimal welche holen. Von den Kürassieren, das ist die stärkste Kavallerieeinheit hier in dem Spiel, die haben die Franzosen allein, also kein anderer hat die. Hier von den Husaren können wir uns auch schon welche holen und wir können die Arslan-Werte entwickeln. Ich glaube, die macht dann mehr Schaden, kann das sein. Gint. Wir können also später durch Technologie und durch Gold unsere Kanonen, also alles an Artillerie, aufwerten. Und das wertet halt alles auf. Ja, wir können uns auch eine Kanone schon holen, die Falconette. Dann macht die Indianer, die wir uns dann später holen, mehr Schaden. Das ist auch wichtig an den Franzosen, sie können sehr leicht Bündnisse mit Indianern schließen. Ich glaube, diese Handelsposten sind bei denen billiger. Und wir können halt die Indianer dann auch dementsprechend noch stärker machen, hier als Franzosen. Die macht die Dorfbewohner stärker, die Karte. Damit können wir uns Fort holen. Das finde ich auch ziemlich, nice. Was haben wir hier noch? Manufaktur. Ein Pelzhändler. Der sorgt dafür, dass unsere Dorfbewohner mehr Nahrung sammeln. Nee, dass sie schneller sammeln. Entschuldigung. Und vom Hafen her haben wir noch nichts. Wenn wir zum Beispiel die Portugiesen genommen hätten, die hätten auch schon mehr Karten in diesem Hafen gehabt, weil die sehr viel Wert auf Marine legen, also die sind wirklich sehr stark, was es mit den Schiffen angeht. Ja, also ich hoffe, ihr freut euch auf dieses Projekt. Wir haben jetzt hier Trion City. Am Montag wird es losgehen mit der ersten Folge. Und dann werde ich auch nochmal irgendwann schon geplant. Das dauert aber ein bisschen 4 Wochen oder so. Werde ich ein bisschen mit den Jerriskräften wie zusammenspielen. Wir werden erstmal gegeneinander spielen. Ich hoffe, bis dahin habe ich mich dann auch wieder eingespielt. Und dann werden wir auch noch mal irgendwann zusammenspielen. Das können wir einfach hier über die Mehrspieler-Tool machen. Dann online. Ja. Das mache ich dann noch. So. Wie gesagt, heute nur das Video hier. Morgen versuche ich auch noch eins zu machen. Lasst gerne eine positive Bewertung da, wenn ihr euch auf das Projekt freut. Und bis dann. Ciao.